Hallo meine Lieben, heute geht es um all die Dinge, die wir ewig weiter kreieren. Egal was wir tun, es passiert immer wieder das Gleiche. Das ist der gleiche Zyklus. Also jetzt wurscht, ob wir, keine Ahnung, immer wieder Geldsorgen haben, ob wir immer wieder die gleichen Probleme in Partnerschaften haben, ob wir immer wieder die gleichen Probleme im Job haben, ob wir immer wieder das gleiche gesundheitliche Problem haben. Heute geht es um die Dinge, die wir immer weiter manifestieren. Und die Frage ist, warum? Wir haben alle Werkzeuge benutzt, ja? Wir haben Kurse gemacht, wir haben Bücher gelesen, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, dass unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Realität kreieren und dennoch scheinen wir nicht drüber wegzukommen. Also, es geht heute um die Dinge, die wir immer wieder in unserem Leben vorfinden, wo wir sagen, das gibt's doch nicht, schon wieder. Ja? Und es geht auch um die Dinge, von denen wir nicht mal erkennen, dass sie sich immer wiederholen, weil sie sich im anderen Gewand zeigen. Ja? Wenn was sich wiederholt, etwas ist, zum Beispiel wie, ich habe nie Geld, das kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen. Ja? Ich habe das Gefühl, ich bin ein Verschwender, ich kann einfach nicht aufhören, Geld auszugeben. Oder immer wenn ich was gespart habe, kommt irgendeine Ausgabe, um es mir wieder wegzunehmen. Ich habe gespart für irgendwas, aber dann kommt eine unvorhergesehene Ausgabe und ich muss es wieder dafür ausgeben. Oder ich schaffe es ohnehin nie, irgendwie Geld zu kreieren. Das Ergebnis ist immer, wir haben kein Geld. So, das ist ein Ereignis, das sich immer wiederholt. In unterschiedlichstem Gewand. Ja? Also das heißt, mit anderen Worten, wir manifestieren unbewusst immer das, was wir nicht wollen. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Wir kreieren aus unseren Erinnerungen heraus. Unsere Erinnerungen bewirken, dass wir etwas fest glauben, was basiert auf diesen Erinnerungen. So, das heißt, wir wollen zwar kognitiv etwas anderes, natürlich, wer will nicht viel Geld oder wer will nicht eine tolle Beziehung oder wer will nicht Erfolg in seinem Job haben, aber egal welche Anstrengungen wir unternehmen, unsere Erinnerungen und die daraus folgenden Annahmen und Überzeugungen kreieren das, was wir nicht möchten. Und ich möchte euch ein Zitat von Neville Goddard vorlesen über die Revision, denn ich werde euch gleich sagen, wie ihr das auflösen könnt. Ja? So. Die Revision bedeutet, ich revidiere etwas, das geschehen ist, sodass das, was geschehen ist, einen anderen Eindruck bei mir hinterlässt. Eine andere Annahme hinterlässt, eine andere Überzeugung. So, ich lese euch dieses Zitat mal eben vor. Wenn du zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch für einen Job hattest, den du wirklich wolltest, und später hörst, dass jemand anders eingestellt wurde, kannst du diese Neuigkeit revidieren, sodass es dazu passt, was du gern hättest, was du gern gehört hättest. Wenn du reagierst, indem du deprimiert bist oder mit irgendeiner anderen negativen Haltung, dann wirst du in der Zukunft die gleiche Art von Zurückweisung erfahren. Deine Reaktionen, ob positiv oder negativ, kreieren deine zukünftigen Erfahrungen. Bei der Revision. In deiner Vorstellung kannst du hören, wie jemand dir dazu gratuliert, dass du einen tollen Job bekommen hast. Dieser imaginative Vorgang wirkt vorwärts und du wirst diese angenehme Erfahrung in der Zukunft machen. Also das bedeutet nichts anderes. Ja? Wenn wir wieder den gleichen Mist manifestieren, den wir immer schon hatten, müssen wir revidieren, was wir vorher erlebt haben, das dafür sorgt, dass wir das immer gleiche Zeug wieder erschaffen. Das heißt, wir müssen das Vergangene mit einer anderen Emotion verknüpfen. Wie tun wir das? Indem wir uns das Vergangene anders vorstellen. Also lasst uns bei diesem Beispiel des Vorstellungsgesprächs bleiben. Also ich habe ein Vorstellungsgespräch total versemmelt, meinetwegen. Oder, ja, versemmelt. Ich habe es total versemmelt. Ich komme zurück und denke mir, ah Mist. Ja? So, wenn ich das denke, ah Mist, ich habe es versemmelt. Was kreiere ich damit? Dass ich es versemmelt habe. Wenn ich dagegen sage, oh wow, egal wie es gelaufen ist, das war klasse. Ach,
Das war super. Der Typ, der mich interviewt hat, der war total begeistert von mir. Ich höre in den Gedanken sagen, oh wow, ich bin absolut begeistert von dem, was sie mir hier präsentieren. Dann habe ich eine andere emotionale Reaktion. Dann bin ich glücklich mit diesem Vorstellungsgespräch. Wenn ich glücklich bin mit diesem Vorstellungsgespräch, werde ich in der Zukunft Vorstellungsgespräche zumindest manifestieren, mit denen ich glücklich bin, was wiederum bedeutet, dass ich erfolgreich bin. Also, es geht bei dieser ganzen Revision und bei diesen ganzen Dingen, die wir ständig manifestieren, darum, dass unsere Erinnerungen aus der Vergangenheit und unsere emotionale Reaktion auf diese Erinnerungen dafür sorgt, dass wir diese Erinnerungen immer weiter kreieren. Das ist wirklich wichtig zu begreifen. Das heißt, wenn du bei dir irgendwo bemerkst, dass du aus der Erinnerung heraus manifestierst, nämlich aus dieser Überzeugung, war schon wieder nichts. War schon wieder nichts, ja, ist typisch, ist mir schon tausendmal passiert, ich erinnere mich an tausend Dinge, wo es genauso war. Dann kannst du jetzt begreifen, warum du es immer so weiter manifestierst. Das heißt, du kreierst immer den gleichen Kreislauf aus diesen Erinnerungen heraus, die sich wiederholen. Weil alles das, wie Neville sagt, ja, da vorwärts geht in die Zukunft und dafür sorgt, dass du künftige Ereignisse manifestierst, die diesen Erinnerungen entsprechen. So, wenn du jetzt neue Erinnerungen kreierst, ja, Erinnerungen, die dafür gemacht sind, Glück und Erfolg in deinem Leben zu kreieren, wirst du genau das manifestieren. Und das ist wirklich der ganz entscheidende Unterschied. Und ich habe heute so ein paar Sessions gehabt, da ging es genau um das. Und das ist egal, ob das chronische Krankheiten sind, wo wir uns immer wieder erinnern, das war so, der Arzt hat mir das gesagt. Ich habe die Symptome für real gemacht. Ja, ich habe mir gesagt, ach ja, das ist meine Krankheit. Okay, das sind meine Symptome. Das ist schwierig aufzulösen. Ich hasse diese Symptome. Ich hasse es, dass es wieder passiert. Das sind diese negativen Reaktionen auf Dinge, die wir manifestiert haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin gesund, meine Haut ist absolut gesund. Mein Körper ist absolut gesund. Wenn ich das sozusagen zu meinem Credo mache, zu meinem Glaubenssatz, kann es sich nur so manifestieren. Das heißt, jede Diagnose, die ich bekomme, muss ich revidieren. Ich muss hören, was ich gerne gehört hätte, was der Arzt zu mir sagt. Und ich habe heute also wirklich so viele Sessions gehabt, wo es genau darum ging, weil es ist echt das Prinzip. Und ich habe heute dann am Nachmittag ein lustiges Beispiel dafür gesehen. Ich meine, es ging um Hunde und ich habe echt keine Ahnung, ob Hunde genauso reagieren, ob es nur meine Vorstellungskraft war, die das kreiert hat. Aber es war heute so, wir waren mit unseren zwei, also mit Morgan, meiner Hündin und ihrer Schwester, waren wir bei einer Freundin, die einen Schwimmteich hat. Und Emma, also Morgans Schwester, ist natürlich prompt reingerannt und ist erschrocken, dass es da plötzlich tief wurde und ist prompt in das Tiefe reingefallen. Und ich weiß von der Emma, dass die schon einmal, die ist von einem Steg in einem See gefallen, bumm, ins Tiefe. Und Morgan ist halt, der ist das noch nie passiert und die ist einfach vorsichtig reingegangen, hat gemerkt, okay, da kommt das Tiefe, da gehe ich nicht rein, hat sich bis zum Bauch abgekühlt, war alles fein. Und dazu muss man wissen, Wolfshunde, die meisten schwimmen nicht so gerne. Ja? Also die haben nicht so dieses Bedürfnis, darum zu paddeln wie ein Golden Retriever oder so. Aber Emma ist es wieder passiert, weil es ihr schon mal passiert ist. Und jetzt weiß ich nicht genau, da muss ich echt noch überlegen, weil ich nicht glaube, dass Hunde Vorstellungskraft haben, aber sie haben natürlich Erinnerungen an vorhergehende Ereignisse. Ob Emma einfach sich erinnert hat, mir passiert das immer. Kaum ist da was Tiefes, falle ich rein. Und Morgan sich erinnert hat, jedes Mal, wenn ich vorsichtig ins Wasser gehe, ist es fein, dann kann ich mich abkühlen. Oder ob es meine, weil ich habe ja gewusst, dass Emma schon mal ins Wasser gefallen ist, obwohl ich nicht daran gedacht habe. Aber ich habe offensichtlich gesehen, ja, das, was ich glaube, Emma fällt in tiefes Wasser, dass sie wieder reinfällt. Also da muss ich noch ein bisschen nachdenken, ob das nur ich war oder ob Emma das für sich auch manifestiert hat. Aber es war ein wunderbares Beispiel, wie es tatsächlich funktioniert. Wir funktionieren aus unseren Erinnerungen heraus. Ja? So, wenn wir das mal begreifen, und die Voraussetzung, um das zu begreifen, ist tatsächlich, dass wir glauben,
dass unsere Gedanken, unsere Vorstellungen unsere Realität kreieren. Wenn wir das wirklich glauben, dann müssen wir unsere Erinnerungen revidieren. Wir müssen uns eine andere Geschichte schreiben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auf Erlebnisse positiv reagieren. Und noch ein Hundebeispiel, weil ihr kennt mich ja mittlerweile schon, ich und meine süße Morgan. Ich wollte gern, dass die Morgan trächtig ist und sie ist nicht trächtig geworden nach dem Decken. Das hat der Arzt im Ultraschall rausgefunden. Und ich habe dann, der Arzt hat gesagt, ah, oh Mist, nee, da ist nichts. Und ich habe, glaube ich, innerhalb von 5 Sekunden in meinem Kopf gehört, wunderbar, wunderbar, es hat geklappt. Ja? Das heißt, ich habe dieses Ereignis unmittelbar für mich revidiert, was dafür gesorgt hat, dass ich kein bisschen traurig war, weil ich in meinem Zustand geblieben bin. Wir kriegen Welpen. Wurscht wann, wurscht wie, aber wir kriegen sie. Ja? Das heißt, ich werde künftig nicht mehr manifestieren, dass es nicht geklappt hat, sondern ich werde künftig manifestieren, dass es geklappt hat. Wie auch immer, wann auch immer. Aber mein Zustand ist der, ich freue mich drauf, wir haben Welpen. Ja? Also das ist wirklich wichtig zu begreifen, dass wir alle funktionieren aus unseren Erinnerungen heraus. Und die Erinnerungen, wenn wir sie negativ belegen, wenn wir negative Gefühle gegenüber diesen Erinnerungen haben, werden weiter das kreieren, was diesen negativen Gefühlen entspricht. Und wenn unsere Erinnerungen positiv sind, werden wir weiter das kreieren, was positive Ereignisse in unser Leben bringt. Und noch ein Zitat von Neville, ich habe gerade mal gespickt. Neville hat gesagt, ich könnte mir unmöglich Sorgen machen, wenn ich glaube, dass Vorstellungen die Realität kreieren. Und das stimmt, oder? Wenn ich wirklich glaube, dass meine Vorstellungen die Realität kreieren, wie könnte ich mir jemals Sorgen machen? Das ist genau die Energie, die Sorgenenergie, die Zweifelenergie, die negative Energie, die weiter das kreiert, was wir nicht haben wollen. Also, so das ist mein Tipp heute für euch. Wenn in eurem Leben irgendetwas ist, von dem ihr glaubt, ihr könnt es nicht verändern, schaut euch eure Erinnerungen in Bezug darauf an. Dann verändert die Erinnerungen und lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, was sich dann zeigt. Und ich habe die Technik der Revision sehr gut beschrieben in meinem kleinen Büchlein Vorstellungskraft und Revision nach Neville Goddard. Und auch in meinen anderen Büchern schreibe ich immer wieder darum, wie wir ganz praktisch revidieren können. Ja, sei es in Beziehungen, sei es in Bezug auf Geld, sei es in Bezug auf Gesundheit, auf was auch immer. So, wenn ihr noch nicht ganz klar darüber seid, vielleicht kauft ihr eins meiner Bücher oder ihr kommt in meine Gruppe Erfolgreich beginnt im Kopf, wo wir über die Vorstellungskraft reden, über das Gesetz der Annahme nach Neville Goddard. Und wenn ihr das mal genauer kennenlernen wollt oder wenn ihr inspiriert werden wollt in Bezug auf diese Macht, die wir haben, unsere Vorstellungskraft. Ich fange am 13. Juli wieder mal an mit meinen 7 Tagen um 8 Uhr in der Früh. Das heißt, es sind 7 Tage mit Inspirationen und Meditationen, wo wir uns um 8 Uhr in der Früh in meiner Gruppe treffen. Und ich mache das so wie jetzt, genau so. Ja, ich gebe euch irgendein Erlebnis, ein Beispiel, ein Zitat, eine Inspiration für den Tag. Und ich schließe das jedes Mal ab und viele gucken zu, die schon bei den 7 Tagen dabei waren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommentieren würdet und sagen würdet, wie es euch gefallen hat und was es für euch gebracht hat. Das heißt, 7 Tage lang treffen wir uns in der Früh um 8. Ich mache ein Facebook Live, gebe euch eine Inspiration und eine Meditation, die ihr mitnehmen könnt. Das Ganze wird aufgezeichnet, das heißt, ihr könnt es immer wieder anhören. Und in der Gruppe könnt ihr Fragen stellen. Wir können über alles reden, was euch bewegt, was ihr gerne hättet. Und ja, und das kostet ganz wenig, ich glaube 21 Euro, 7 Tage lang mit solchen Dingen, wie ich euch heute erzählt habe. Und das Ziel bei der ganzen Geschichte ist, dass wir uns wirklich bewusst werden, was wir können, was wir sind mit unserer wundervollen Vorstellungskraft. Ja? So, ich freue mich sehr, wenn ihr mir ein Love schenkt oder eine Umarmung und wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr glaubt, dass es für irgendjemanden von Nutzen ist, da freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und
Nochmal die Botschaft von heute. Wenn wir etwas ununterbrochen manifestieren, immer wieder das Gleiche, was immer wieder das gleiche Ergebnis zeigt, heißt das, dass wir aus unseren Erinnerungen heraus funktionieren und aus den Annahmen und Emotionen, die wir aufgrund dieser Erinnerungen in uns festhalten. Und dann hilft, die Erinnerungen zu verändern, sie umzuschreiben, die Geschichte neu zu schreiben, so wie wir es gerne gehabt hätten. Entsprechend andere Emotionen haben wir dann in Bezug auf unsere Erinnerungen und entsprechend Neues können wir kreieren. Ja? So, danke meine Lieben fürs Zuschauen, habt einen wunderbaren Abend und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.